Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grand Theft Auto 4. Oder soll ich lieber sagen Grand Theft Auto 4? Es geht nicht ab. Panoramic, mein neuer Fernseher. Im Ernst? Soll das so sein? LOL. Im Ernst jetzt, Leute? Na schön. Ja, nicht wundern, wie schon gesagt, hier kam gerade ein kleiner Cut oder es ist doch eine neue Folge, wie gesagt, denn wir kommen jetzt wirklich auf das Finale vom Spiel zu und dass ich die Aufnahme dann besser aufschneiden kann, dass es spannender wird und bla, dass es mit den Folgen passt. Deshalb, ja, wollte ich das Ganze noch mit der letzten Aufnahme zusammenschneiden und wir machen uns jetzt auf den Weg zur finalen Mission. Leute, ich bin echt verwirrt. Ja, aber scheint so gewollt zu sein, ne? Hier ist so Bildschirmreste. Ist ja lustig irgendwie, ist mir noch nicht aufgefallen. Und wir ziehen uns jetzt erstmal um, denn mit so einem Shirt möchte ich nicht unbedingt die finale Mission angehen. Ich möchte lieber meinen schicken Anzug annehmen. Und ja, Leute, gleich wird's ernst, denn gleich müssen wir uns entscheiden, was wir wählen. So, Hans, gehen wir da nicht hin. Denn wir haben jetzt die Wahl, ob wir Rache oder Deal nehmen. So, da war Cloud Speed. Die Klamotten vom GTA 3 Hauptcharakter. So. Die Schuhe, wir ziehen lieber ein paar andere Schuhe an. Ich beeile mich natürlich auch, dass wir gleich zu besagter Mission kommen. Und ich bin schon echt ein bisschen nervös, weil ich mir nicht sicher bin, was ich nehmen soll. So, und wir machen uns auf den Weg. Ist jetzt etwa einen Tag her, seitdem ich gespielt habe. Und wir müssen uns jetzt entscheiden, ob wir Deal or No Deal. Ob wir Deal nehmen oder Rache. Und auch wenn es mir wirklich schwer fällt, soll ich den Wagen hier nehmen? Ich weiß es gar nicht. Komm, wir nehmen den Wagen jetzt. Ich meine, sonst benutze ich den auch nie. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Leute, und auch wenn es mir schwer fällt, ich bin so aufgeregt, Leute, ich kann gar nicht erst reden. Die sind noch ziemlich weit auseinander. Ihr habt ja gesehen, wo ich meinen Punkt gelegt habe. Und wir machen uns jetzt auf den Weg. Einer der finalen Missionen. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich direkt die finale Mission ist. Ob danach kann noch eine kommen, glaube ich sogar. Aber es gehört zu den finalen Missionen. Ne? Also ist soweit richtig. Es gehört zum Finale von Grand Theft Auto 4. Oh Gott. Der Wagen ist echt cool, aber ich möchte jetzt nichts rammen. Ich habe mir jetzt mal den Wagen genommen, denn ich wollte noch mal ein bisschen durch die Stadt flitzen. Und wow! Nein! Der Wagen sieht noch gut aus. Ein paar Kratzer, aber sieht noch gut aus. Ich möchte ihn jetzt auch ungern... Nein! Zerstören. Bin ich ein bisschen näher am Wagen dran? Ich glaube schon irgendwie. Ich habe vielleicht die Kamerasicht. Spiele ich immer so? Egal. So ist auch gut. Und Leute, es ist echt eine schwere Entscheidung. So, da hätten wir abbiegen sollen. Denn, wie gesagt, ich weiß echt nicht mehr, was ich letztes Mal genommen habe, als ich es auf der PS3 durchgespielt habe. Keine Ahnung, was ich da genommen habe. Ich glaube sogar, ich habe beide Wege genommen mal. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zum Deal. Ja. Tja, Leute, wer es jetzt geglaubt hat, ich habe ja den Weg auf die Rache gelegt. Aber, Leute, wir nehmen den Deal. Entschuldigt für alle, die sich jetzt ein bisschen verarscht gefühlt haben. Ich wollte jetzt wirklich mal das Ziel erwecken, dass ihr denkt, ich nehme die Rache. Aber Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, komme ich hier hoch, hier rüber? Ich weiß das gar nicht. Ja, das Problem ist, dass wir hier nicht, wir müssen auf die Brücke nach oben. Vielleicht kommen wir darüber hier lang. Ja, ich wollte euch jetzt mal so ein bisschen verarschen und den Eindruck erwecken, dass ich die Rache nehme. Kommen wir rüber? Nee, ist, oder? Ich glaube, da ist nur so zum Parken. Aber ob ihr es glaubt oder nicht, wir nehmen den Deal. Denn wir konnten uns im Endeffekt entscheiden, ob wir Roman glauben. Also ob wir Romans Entscheidung nehmen. Nicht glauben, ist ja nun mal, er meint, wir sollen den Deal nehmen. Und Kate meint, unsere große Liebe, dass wir uns nicht mit ihm einlassen sollen. Beide haben ihn gewiss... Toll. Schön. Gut, dann können wir jetzt auch ein Taxi nehmen, nachdem ich, also voll das spannende Finale. Ich fahre erstmal mit dem Wagen, mit dem tollen Wagen, fahre ich jetzt erstmal ins Meer rein. Komme ich irgendwie raus? Ja, Tatsache. Ist ganz cool, was ich hier das... was ist denn das? Lol.
Ah, das ist so eine Lampe. So eine Laterne. Das dachte ich eben voll das Secret. Das ist natürlich mal eine Frage, wie ich hier wieder rauskomme. Ne. Wir schwimmen mal hier lang. Das ist voll das spannende Finale, Leute. Ich verkack's erstmal. Ich bin echt stolz auf mich. Na, davon kommen wir raus. Ja, wie gesagt, Leute. Ich hab echt lange drüber nachgedacht. Aber ich denke, es ist doch besser, wenn wir den Deal nehmen. Wie gesagt, es ist mir wirklich schwer gefallen. Ich wollte jetzt erstmal den Eindruck erwecken, als ob ich Rache nehme. Und ich hab's ja schon mal gesagt, wenn wir die Möglichkeit haben, würde ich ihn auch töten. Habe ich ja schon mal vor einigen Folgen gesagt. Aber, na, ich weiß nicht, irgendwie... Auch, ob ihr es glaubt oder nicht, Roman hat recht. Ich meine, der ist auch nicht dumm, der Roman. Klar, der macht Scheiße, der macht viel Scheiße, aber wir müssen ihm vertrauen. Er ist ganz klar nicht dumm. Er weiß schon und im Endeffekt hat er jetzt... Hoffentlich hat er recht. Hoffentlich ist das gut, was wir jetzt für eine Entscheidung treffen. Und wir nehmen jetzt das Taxi zum Deal. Und gucken mal, was uns dort erwarten wird. Und natürlich hoffen wir, dass wir das Ganze nicht bereuen werden. Und dort drüben können wir den Deal annehmen. Wir haben $490.000. Befinden uns jetzt bei den finalen Missionen. Los geht's. If the price is right. Hey Phil, you excited about this deal? We're going to Port Tudor. Let's move. Begib dich zu den Docks. Okay, dann machen wir das natürlich. Ist nicht so weit weg, wir schnappen uns jetzt einen Wagen. Nehmen wir gerade mal den hier. So, okay. Super, können wir auch nehmen. Ja, wir haben viel dabei. Nein. Da hat er recht. Ja, Phil hat auf jeden Fall recht, also mehr als einmal sollte man mit ihm keine Geschäfte machen. Na, Baby. Steht denn die da so rum, ey? Na schön. Mal wieder Prostituierte, wieso auch nicht. Und wir fahren jetzt dorthin und Nico hat recht. Alle Missionen fangen an sich einfach an. Wir sollen halt einen Deal überwachen, wie immer eigentlich. Und im Endeffekt geht hier der dritte Weltkrieg los. So, da werden wir. That's right. Where is it? When we get word that the Brown is good, we'll give up the cash. You just head into the compound and wait for us to give you the nod. Find the docks. Ich weiß nicht. Irgendwie, Dimitri verarscht uns vielleicht oder irgendjemand anderes. Irgendwas wird passieren, Leute. Garantiert, das kann nicht gut gehen. Das kann einfach nicht gut gehen, Leute. Und das sage ich jetzt, weil man sich das einfach denken kann. Glaubt er doch selbst nicht. You know what? I thought, why should we hand over the age for this price? I thought it'd be easier if I just killed those guys and kept it. Easier for who? What the fuck are you doing? Me and Phil are in their compound. What's going to happen when they find out? If I was you, I'd go and get the money off them. It has to be on the side. That way we all win. Good luck, Nico. Mann, ey. Dimitri. He's killed the guys collecting the stuff. Shit, we're screwed. They ain't gonna let us leave. All right. If we're fighting, we're fighting for the money. We got to jump on them right now. Follow me. Und natürlich hat uns verarscht, wer hätte das nur gedacht? Folge Phil. Da kann ich aussteigen. Ich nehme an. Im Auto einfach hinterherfahren, voll unauffällig. Nein, es warte doch. Und Dimitri hat natürlich die Männer umgelegt und wir können jetzt wenigstens noch das Geld kriegen. Dann hatten wir wenigstens noch irgendwas davon.
Let's see if we can figure out what's going on inside. Oh Mann, hoffentlich in. Also Leute, hoffentlich bereue ich das jetzt nicht, dass wir auf Roman gehört haben. So. Und wir gehen die Leiter hoch und gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ich denke, auf Phil können wir uns soweit verlassen. Na gut, das ist jetzt nicht unser BFF. Aber der ist schon auf jeden Fall. Also, ich denke, der wird uns schon nicht verarschen. Mit dem zu arbeiten wird schon gehen. Ihr wisst auf jeden Fall, wie ich es meine. Oh, nein! Alter, der hat mich... Alter! WTF! Oh Gott! Schieß halt auf mich, du Arsch! Geil, eine Granate. Oh Gott. Ach, da drüben ist ja einer. Alter! WTF! Kann sein, dass wir die Mission auf jeden Fall nochmal wiederholen müssen mit einer Schutzweste. Der hat mich eben angeschossen, der Idiot! Oh Gott! Oh Gott, sind da viele. Na toll. So, Headshot. Alter. Ich hab Angst vor dem Typen, ey. Der schießt mich doch gleich wieder ab. Da drüben ist keiner. So, läuft der hinter uns her. Moment, ich will ja erstmal gucken, ob ich hier irgendwie Leben oder eine Schutzweste finde. Man weiß ja nie. Oh Gott. Headshot. Nein! Na, sauber. So, das ist ja wunderschön die Treppe runter gerollt. They see me rolling. Oh Gott. Nein! So, wenigstens stelle ich mich jetzt hier mal nicht wieder Vollloop an. Also ich stelle mich trotzdem scheiße an, aber wir leben noch. Das ist schon mal sehr viel wert in diesem Spiel. Nein! Mann! Müssen wir die eigentlich alle... Ach, der ist hier. Müssen wir jetzt einfach alle umlegen, oder wie sieht's aus? Also, wir brauchen eigentlich das Geld. Da hinten ist was! Nee. Waren nur Lichter, glaube ich. Verdammt, ich dachte, da wären irgendwie Medikit oder sowas. Ich weiß, ich schieße gerade richtig... Oh Gott! Meine Fresse! Nein! Na, da unten ist noch einer, da unten ist noch einer. Komm, komm, komm. Ah, okay, der ist runtergeflogen. So, los geht's, Will. Los! Oh mein Gott. Nee, nee, nee. Nein! Deckung! Oh Gott, wir sind fast tot, ey. Da hinten ist ein... Ja. Okay. Immer ruhig bleiben, Nico. Wenn wir jetzt noch ein Medikit finden, dann ist alles gut. Wenn nicht, dann, Scheiße. Oh Gott. Okay, wir sind fast tot, wenn wir jetzt kein Medikit finden. Das ist doch einer. Moment. Wunderschön. Oh, das ist Phil. Du Arsch, du hast mich angeschossen am Anfang. Hast du nicht mal entschuldigt dafür? Oh Gott, ist man tot. Nein, nein, nein. Nicht gut. So mache ich sowas. Oh Gott. Kann ich da reinschießen? Nein, macht nichts. Ist gut, Nico. Nee, ich denke die ganze Zeit, hier werden irgendwie Medikits, aber das sieht nur so aus. Hm. Hat er mich eben Dickhead genannt? Du Hurensohn. Was leckt mich doch am Arsch? Wir haben hier doch schon gut aufgeräumt, ne? Okay, Phil folgt uns immer. Das ist schon mal ganz gut. Also, der kümmert sich. Der hilft dir jetzt wirklich auch mal. Wie gesagt, Leute, kann sein, dass wir... Oh Gott. Kann sein, dass wir gleich sterben. Aber ist nicht so schlimm. Tut mir natürlich ein bisschen leid, aber... dann hole ich mir auf jeden Fall eine Schutzweste. Falls wir jetzt sterben, dann hole ich mir nochmal eine Schutzweste. Und pass auf, dass mich Phil nicht einfach anschießt. Der... Aua. Nee, da erwischen wir den nicht. Erwischt. Ah, der lebt noch. Okay. Da ist auch noch einer. Ja.
Kannst du irgendwo ein Medikit sein oder irgendetwas? Oh Gott. Oh Gott. Das kann es echt nicht sein. Entschuldigung, dass ich gerade etwas wenig rede. Ich muss mich hier echt... gerade total... Oh Gott. Au, 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 au. Nicht cool. Nein, uncool, uncool. Wir sind gleich tot. In der Schutzweste würde ich mich sowieso sicherer fühlen. Ist da keiner mehr? Anscheinend nicht. Oh. Da glaube ich sogar Headshot. Ist gerade scheiße gefährlich, was ich hier mache, ich weiß. Okay. Sogar, oh Gott, das sind ja... Oh Gott. Nein. Nein, Phil, geh da weg. Headshot. Denn ist noch einer. Mann, ihr müsst doch irgendwo Medikit sein. Leck mich doch am allerwertesten. Hallo? Ja, ja, Phil, danke. Danke, Phil. Das ist echt eine Bereicherung hier, Phil. Phil ist toll. Phil ist mein neuer bester Freund hier. Guck, der läuft mir nur im Weg rum. Der Arsch. Hallo, der lebt doch noch, der. Hat das auch noch... Hä? Wo kommen die denn alle her? Also bitte, der war ja vorhin noch nicht da. Handshot. Vorhin die Hand rein. Headshot. So. Ich lebe einfach immer noch. Jetzt sterbe ich wahrscheinlich, weil ich irgendwo runterfalle einfach. Ich glaube, die kommen immer wieder nach, ne? Jetzt ist mal ruhig. Na, der krüppelt da noch am Boden rum. Oh Gott im Himmel. Oh Gott, nein, nein, nein. Komm. Der lebt noch.